Mitten in Dänemark gibt es ein Gebäude, was aussieht, als ob es mit Lego-Teilen gebaut wurde. Hier wird versprochen, dass es die ultimative Lego-Experience ist und das wollen wir in diesem Video mal gemeinsam testen. Ich zeige euch alle Spielbereiche, die wahnsinnig coole Lego-Stadt und natürlich auch die History Collection im Keller. Vielleicht lohnt sich hier ja sogar ein Besuch mehr als im gegenüberliegenden Legoland. Das finden wir jetzt gemeinsam heraus. Und sobald man dann drin ist, hat man direkt das Gefühl, man steht hier wie als Lego-Minifigur in einem Lego-Gebäude drin. Das liegt vor allem an diesen Kanten, die sich dort überall herausziehen, die dann genau abgestimmt sind mit den Steinoptiken von draußen. Das finde ich so cool und schön gemacht. Gleichzeitig gibt es hier auf der rechten Seite den einzigartigen Lego-House-Shop. Den könnt ihr auch ohne Ticket besuchen und da gibt es halt Sachen, die nur hier verkauft werden. Hier bei dem Kollegen könnt ihr euch ein kleines Erinnerungsfoto machen. Sieht halt so aus, als ob ihr gerade ins Lego-Haus eingebrochen wärt. Gleichzeitig ist es aber auch der Eingangsbereich mit Ticketkasse und einem kleinen Café. In diesem Bereich befinden sich diverse Wandelausstellungen. In dem Fall ist jetzt hier der Life-Sized McLaren Rennwagen zu sehen. Mit 288 Teilen ist aber definitiv eins der kleineren Modelle hier im Lego-Haus. Auf diesen Sitzbänken hat sich auch gerade die Familie Christiansen niedergelassen, also die Gründerfamilie, die dann hier auch mit diversen Lego-Modellen am Spielen sind. So, und um dann die Ausstellung zu betreten, habt ihr so ein Armband vorher bekommen. Damit könnt ihr dann hier durchgehen und kommt dann hier herein. Auf der rechten Seite direkt das Herzstück vom Lego-Haus, dieser riesige Tree of Creativity, zieht sich einmal durch das komplette Lego-Haus durch. Das Teil ist knapp 16 Meter hoch. 6,3 Millionen Steine wurden hier verbaut. Das sind einfach Zahlen, die kann man nicht verstehen. Natürlich im Inneren ist noch ein Metallgerüst, damit das Ganze hält. Das können Lego-Steine selber nicht halten. Trotzdem sehr schön zu sehen. Und über diese Treppenstufen hier geht ihr dann auch ganz nach oben zum Start der Ausstellung. Das machen wir gleich noch. Jetzt muss ich euch erstmal was anderes zeigen. Und zwar hier diese kleineren Ausstellungen. Hier sehen wir einige mögliche Kombinationen mit 2x4 Steinen. Das sind immer 6 2x4 Steine. Und hier auf der Anzeigetafel wird dann die Mathematik dahinter erklärt, wie viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten es gibt, wenn man wie viele Steine verwendet. Und diese Zahl kann man sich auch gar nicht vorstellen. 6 2x4 Steine machen 915 Millionen verschiedene Kombinationen. Hier drüben bei dieser Wand habt ihr dann die erste Chance, euer Armband einzusetzen. Das haltet ihr dort dran und dann wird euch erklärt, wie die Steine hier gebaut werden und es wird euch eine bestimmte Kombinationsmöglichkeit zugeteilt. Und die Anleitung für eure Kombinationsmöglichkeit, die kommt dann hier unten draus, dass ihr euch die nachbauen könnt. Und hier oben steht dann auch immer, die wievielte Lego-Haus-Kombo ihr bekommen habt. Jetzt sind wir gerade bei 661.000. Damit ihr die dann auch bauen könnt, gibt es hier so einen Container, wo die 2x4 Steine drin sind im Polybag. 6 Stück. Ist auch tatsächlich ein exklusives Set in dem Sinne im Lego-Haus, hat auch eine Set-Nummer. Noch viel cooler finde ich aber, dass dieses Set tatsächlich hier im Lego-Haus produziert wird. Hier ist eine komplette Molding-Machine. Den kompletten Prozess kann man wahrscheinlich in der Fabrik besser nachvollziehen. Jedenfalls kommt dort oben das Granulat herein. Dann wird hier drüben das Granulat in die Form hereingegossen. Und dann fallen die Steine aus der Form wieder raus, wenn sie gemoldet sind. Dort unten dann in den Container herein. Hier drüben auf das Fließband herauf, werden dann in diesen Containern gesammelt und in Paaren von 6 Stück in diesen Trichter hereingefüllt. Und der Trichter, der endet dann wiederum dort unten in dem Polybag, den wir kennen. Der wird dann verschlossen und kommt hier drüben über diese Rollsysteme daraus, wo wir ihn gerade hergenommen haben. Jetzt geht's aber erst richtig los. Wir gehen jetzt die Treppe hoch. Ganz im Ernst, das ist die coolste Treppe, die ich kenne. Erstmal haben wir hier im Baum noch so ein paar Easter Eggs. OKC steht für Ole Kirk Christensen, also den Lego-Gründer. Hier haben wir noch einen Hahn eingelassen, einen von den Traktoren. Und dann kommen hier auch schon die ersten Blätter. Also alleine diese Blätter müssen ja locker eine halbe Million Einzelteile haben. Gleichzeitig haben sie sich aber auch gedacht, machen wir ein paar Easter Eggs hier auf die Blätter. Hier haben wir zum Beispiel ein paar dänische Affen, die hier gerade Geburtstag feiern. Und hier auch ein paar wichtige Ninjago-Sets. Zum Beispiel das ehemalig größte Ninjago-Set aller Zeiten, der Tempel von Erjitsu. Hier drüben einige Mechs der Ninjas und natürlich auch die Ninjago City Gardens, Markets und das erste Ninjago City Sets. Sehr, sehr schöne Teile. Etwas schwieriger zu sehen ist der Ast dort hinten. Dort sind viele Rittersets aufgebaut. Hier zum Beispiel die Yellow Castle. Quasi so eine Art Entwicklung bis dann hin zur letzten Ritterreihe dort.
Eine Etage höher befinden sich dann die Friends. Die wurden jetzt ausgetauscht zu den neueren Friends mit den neueren Systemen. Zum Beispiel dieses stapelbare Haus, das ist ja immer noch auf dem Markt verfügbar. Heart Lake City mit dem herzförmigen See dort drüben. Und so eine kleine Winterlandschaft gibt es da ebenfalls. Die Piraten haben es hier natürlich auch hereingeschafft mit dem Imperial Flagship, dem Black Seas Barracuda, hier drüben noch der alten Eldorado Fortress und auch ein paar Insulanern hier drüben auf der Insel. Ganz cool, da seht ihr auch wieder einen von den Affen. Ich glaube, die wurden hier so als Easter Egg hereingebaut. Die sind überall auf den Ebenen zu finden. Hier oben auch noch einige verschiedene Zeiten von Space. Hier mit den ersten Space Sets, dort einige von der City-Reihe. Und hier drüben auch das Spaceship, Spaceship, Spaceship von Benny. Genauso wie etwas, das gibt's gar nicht als eigenes Lego-Set. Das ist einfach der Tesla, den Elon Musk ins Weltall geschossen hat, direkt neben einer Ladestation. Tja, und parallel dazu sind wir jetzt auch in der obersten Etage angekommen. Da haben wir hier ein schönes Glasfenster und den Kran, der quasi symbolisiert, dass es immer nach oben hin erweitert wird. Ich glaube, diesen Baum muss man einfach selber erlebt haben hier im Lego-Haus. Sehr cool auch hier drüben. Das sieht aus wie so Wandbemalung. Das ist aber tatsächlich alles aus Lego-Teilen gebaut. Ich schätze mal, das waren so Bau-Events, wo jeder ein Mosaik bauen konnte und jetzt hängt es hier oben. Von einem coolen Raum gehen wir direkt in den nächsten herein. Hier sieht es so aus, als ob wir in einem riesigen 2x4-Stein drin sind. Sind wir auch, denn wenn ihr von oben mal drauf schaut, für die Aliens sollte das so aussehen, als ob sie hier einen riesigen Lego-Stein gefunden haben. Von innen sehen wir hier diese einzelnen Tubes angedeutet mit den riesigen Lampen. Und unter jedem von diesem Tube steht ein Dino. Das ist der erste Dino in Rot, gebaut aus Duplo-Steinen. Der wird dann auch noch hier begleitet von einem Baby-Duplo-Dino. Der scheint sehr beliebt bei den Tieren zu sein. Ihr seht, wie viele Bambis da auf dem Rücken sind. Der grüne Dinosaurier hier in der Mitte, der ist aus Systemsteinen gebaut, komplett in grün. Auch hier unten noch so ein kleines Ei, da schlüpft dann gerade einer draus. Ich finde es auch sehr interessant, wie man sehen kann, wie der gebaut wurde. Hier die Teile, die sind alle quasi angeschrägt worden und so schräg draufgesetzt. Der Schwanz ist aber quasi von unten nach oben gebaut und halt genau passend daran gesetzt worden. Beim nächsten wird das schon schwerer, das ist der Technik-Dinosaurier. Ihr seht hier die ganzen Liftarme, die sich dort nach oben ziehen, überall um die Kanten herum. Da kann man stundenlang verbringen, um die ganzen Bautechniken zu sehen. Das gleiche gilt hier oben für den Kopf mit den einzelnen Paneelen für die Zähne und diesem Dischteil für die Augen. Vielleicht habt ihr es auch schon bemerkt, hier stehen auch überall solche Vitrinen herum. Das ist die Masterpiece Gallery im Lego-Haus. Die wird jedes Jahr ausgetauscht und dort haben dann Fans der ganzen Welt die Chance, ihre Mocks auszustellen. Und ihr seht schon hier, zum Beispiel bei diesem Drachen, da sind so verrückte Bautechniken drin. Das ist alles aus Lego gebaut, das zieht sich dort so herum bis zum Kopf. Das ist faszinierend zu sehen und hat auch definitiv einen Platz hier drin verdient. Dieser Drache hier ist dann eine Nachbildung von dem ersten Lego-Drachen. Alles mit 1x1-Plates gebaut, zumindest nach außen hin, genauso wie dieser Wal und auch dieser Phönix, würde ich mal so beschreiben. Und da stand ich gerade auch schon Ewigkeiten vor. Das ist einfach so ein Falcon Knights-Reiter auf einem Pferd. Aber dieses Pferd, was sind denn das für verrückte Techniken, die sich hier drumherum ziehen mit den Haaren, dann den verschiedenen Paneelen? Das ist Wahnsinn. Hier auch noch ein Avatar direkt neben so einem bewegten Turm hier und so einer riesigen Mansion. Da kann man auch viele Details entdecken. Hier liegt das Detail eher in solchen Kleinigkeiten. Diese Lampen zum Beispiel, das sind die Helme von Embo aus der Star Wars Reihe. Dann zieht sich hier alles noch hoch in den nächsten Stock. Hier drüben sind auch noch viele verchromte Teile zu finden. Nur scheinbar wohnt hier niemand drin. Ich habe keine Minifigur entdecken können. Und hier weiß ich auch wieder nicht, was ich sagen soll. Also, das sieht ja so brutal aus, wie sich das von oben nach unten zieht. Ich wüsste auch gar nicht, wie man damit anfangen sollte. Direkt dann neben dem Bro hier, der sieht so ein bisschen verzweifelt aus. Wahrscheinlich musste er den Typen bauen und wusste nicht, wie er das machen soll. Viele von euch werden wahrscheinlich gar nicht wissen, was das hier sein soll. Aber tatsächlich seht ihr hier die Lego Belleville-Figuren in einem riesigen Puppenhaus. Dort oben wird die Wand gestrichen, unten haben wir dann die Küche. Und hier vorne ist auch noch ein Restaurant zu finden, wo echt sehr, sehr viel abgeht. Tja, und das hier ist wieder aus dieser Welt. Ich schätze mal, das soll London darstellen. Ihr könnt es vielleicht sehen, da sind sehr, sehr viele Chromteile überall verbaut. Die Fassade von diesem Turm sieht wirklich schön aus und das ganze Lebhafte hier unten, wie die Farben ausgewählt sind, auch wirklich sehr gut gemacht. Hier dann auch mit der Telefonzelle und dem Eingang zu dem Hotel dort hinten. Da würde ich schon übernachten. Das sind einfach Pistolen als Türgriffe. Oh, genial.
Auf der nächsten Vitrine haben wir den nächsten Affen. Der hat hier dieses Kunstding dargestellt, wo jemand eine Banane an die Wand geklebt hat. Hier steht so ein Zwergenfürst, genauso wie ein kleiner Computer, wo dann gerade ein Modell im Digitaldesigner designt wird. Der Computer ist aber aus Lego gebaut. Hier dann auch der aufgespießte Ork-Kopf und diese Art Fantasy-Ritter mit dem riesigen Hahnenkamm obendrauf. Und dieses Mock, das kennt ihr vielleicht noch vom letzten Jahr von der Breaking Bavaria. Das war Teil von dem alten Griechenland. Jetzt kann man erstmal sehen, wie viel Detail dort in die einzelnen Stücke auch reingewandert ist. Alleine mit den Felsen, wie die sich dort hochziehen und dann diesem schönen Tempel bzw. Haus. Wahnsinn. Und noch eine exotische Themenreihe hat sie reingeschafft. Jackstone, die bauen ja einfach gerade ein Haus. Und alles natürlich originale Lego-Teile. Das sind die Tüten aus den Sets, die dann da genommen wurden, um halt so ein bisschen Karton darzustellen. Und das hier kommt aus meinen schlimmsten Albträumen, habe ich das Gefühl. So ein Schiff, wo dann hinten jemand drin sitzt und da durch die Gegend segelt. Tatsächlich ist das Schiff aber aus solchen Kettenteilen gebaut, die sich genau nach unten zusammenziehen, um dann den Bug zu bauen. Und dieser Halbkreis, der sich einmal hochzieht, das sind alles Technikteile mit Chainlinks obendran. Fabuland wird hier auch repräsentiert in diesem kleinen Winkelwagen. Und hier sind auch wieder einige verrückte Bautechniken in diesen Skulpturen zu finden. Schaut euch zum Beispiel mal die Eule an. Die Nase, das ist so ein Flügel von einem Chicken, und die Augenbrauen, das sind Croissants aus dem Pariser Restaurant. Also man kann echt sagen, die Mocks hier oben haben es definitiv verdient, in der Masterpiece Gallery ausgestellt zu werden. Hier drüben bei den Porträts wird es auch noch lustig. Da geht ihr drauf zu, nehmt dann euer Armband und haltet das hier unten einmal ran. Und dann werden wir fotografiert. Oh je. Oh Mann, ich sehe bestimmt aus wie Quasimodo, wie ich hier mit der Kamera das filme. Jetzt komme ich... oh je, mega. Für den nächsten Teil vom Rundgang wird das Lego-Haus dann in verschiedene Farben aufgeteilt. Hier jetzt erstmal der rote Bereich. Da könnt ihr dann selber hergehen und mit den 2x4 und sonstigen Steinen, die hier unten drin sind, eure eigenen Modelle bauen. Der Pikachu da hinten ist wirklich gut geworden. Und auch die Kette hier ist eine echt gute Idee. Und wenn euer Mock gut genug ist, dann wird es hier tatsächlich in die Vitrine hereingestellt. Da sind ein paar sehr coole Sachen dabei hier. Ich glaube, das ist das Schwert von Zelda. Dort dann so ein High-Surfbrett. Darth Vader und ein Stormtrooper haben es auch geschafft. Und ein halbierter Minion steht hier auch drin. Mit Duplo geht das Ganze dann natürlich auch. Das ist schon fast wie so eine Art Bällebad, wo Kinder dann drin rumtouren können. Das wäre, glaube ich, ein Traum. Und hier habt ihr dann einen Life-Sized-Mock vom Inneren des Sternenzerstörers. Da gibt es dann auch ein paar andere Einzelteile drin. Okay, der Witz war gemein. Den hatte jemand unter das letzte Video geschrieben und es ist irgendwie schon ein bisschen lustig. Gleichzeitig ist es aber ein wirklich cooles Mock von so einem Wasserfall, der sich dann da nach unten zieht. Und hier macht es ja auch Sinn, dass es bunt ist und dann quasi in dieses Becken reingeht. Und kleiner Funfact, ihr könnt sehen, da ist so eine kleine Lücke. Der erste Teil vom Wasserfall, der ist hier in der Wand befestigt und der andere Teil unten, falls sich das Gebäude mal ein bisschen bewegen sollte, dass nicht direkt alles kaputt geht. Hier drüben gibt es dann verschiedene Aktivitätsbereiche, ziemlich cool mit dem Fenster. Hier sind dann solche Technikteile aufgebaut und dann könnt ihr damit eine Art Murmelbahn gerade bauen. Soweit ich weiß, werden diese Aktionen hier auch regelmäßig ausgetauscht, also wenn ihr hierher kommt, kann schon sein, dass dann wieder was ganz anderes hier zu finden ist. Diese Giraffen hier in der Ecke, die kommen euch vielleicht auch bekannt vor. Das ist eine Hommage an Dagny Holm. Die war die erste Masterbauerin, die dann die großen Modelle fürs Legoland gebaut hat. Diese Giraffen könnt ihr auch in dem fast aktuellsten Lego-Haus-Set wiederfinden. Nun gehen wir über in die blaue Zone. Hier geht es dann um Rennautos. Ziel hiervon ist es dann, dass ihr euch mit diesen Einzelteilen ein Auto zusammenbaut, die ihr dann hier hinstellt auf diesen Racetrack. Und dann versucht, die Challenges zu erfüllen. Hier soll er zum Beispiel genau so lang fahren, dass er dort auf dem Parkplatz parkt. Und hier drüben gibt es dann einen Looping, wo das eigentlich durchfahren soll. Oder es fliegt halt zu weit. Das war aber noch nicht alles von der blauen Bauzone. Da ist jetzt gerade ein Designer-Fan-Signing, wo Sachen unterschrieben werden. Hier stehen auch noch einige weitere Mocks, die im Lego-Haus ausgestellt werden. Wow, das ist einfach so eine Wand, wo ein Auto rauskommt. Oder hier so ein kleines Western-Layout mit der Kutsche. Aber der eigentliche Hauptteil ist es dann, hier sich eine Challenge geben zu lassen. Dafür nehmt ihr wieder das Armband, haltet das hier dran und dann spricht der Wissenschaftler mit euch und sagt euch, was ihr bauen müsst. Meistens sind das dann solche nachhaltigen Sachen wie, ja, wie kann man den Müll vom Meeresgrund entfernen und sowas.
für Kinder, glaube ich, ganz spannend, dann diese Probleme zu lösen. Hier stand früher auch was anderes, das ist jetzt die Bienenmission. Da könnt ihr dann eure Roboter hier programmieren, die dann verschiedene Aufgaben erfüllen müssen. In dem Fall hier pflanzt ihr jetzt Blumen, sodass die Bienen hier aus ihrem Nest herauskommen und halt ihre Arbeit machen. Es wird alles so aufprojiziert und die Roboter, die fahren tatsächlich auch mit eigener Kraft durch die Gegend. Nun kommen wir in den grünen Bereich, das ist die Minifigurenzone. Da gibt es erstmal hier so ein paar Cover in Minifigurenformat. Auch einige Informationen über frühere Minifiguren. Zum Beispiel hier Yoda, ich glaube das war der erste mit kurzen Beinen. Der Pirat, der erste mit dem Holzbein, der erste Rollstuhlfahrer, das Baby, die erste Prothese und so ein paar Hintergrundinformationen hier, zum Beispiel zu den Friends Mini-Dolls. Und auch hier habt ihr dann die Möglichkeit, euer Armband wieder einzusetzen, wenn ihr das vorne davor haltet und euch vorher hier eine Minifigur gebaut habt. Zum Beispiel nehmen wir jetzt mal einfach ihn hier und den dann dort unten hereinstellt. Tada! Dann erscheint er hier auf dem Cover und ihr könnt euch selbst als Lego-Minifigur hier auf dem Cover betrachten. Schon eine coole Idee. Jetzt kommen wir in den gelben Bereich. Hier geht es vor allem um Natur. Da könnt ihr zum Beispiel hier drüben bei den Fischen euch selber einen Fisch mit diesen Teilen bauen. Und wenn der diese Dimensionen erfüllt, dann könnt ihr ihn hier unten reinlegen, euer Armband dranhalten. Und danach schwimmt er dann digital hier in diesem Aquarium rum. Da gibt es auch eine Disco hier oben drin. Und manchmal werden die Fische auch von anderen Sachen angegriffen. Ist schon ganz lustig für Kinder, denke ich. Davon gibt es auch mehrere Stationen hier überall. Das ist so cool gemacht. Man steht quasi wie so eine Minifigur hier in den Steinen drin. Hier unter den Fenstern findet ihr dann den Blumenbautisch. Da sind viele Teile von den Botanical Sets drin. Auch hier haben es wieder einige kreative Mockbauer geschafft, ihr Mock auszustellen. Sehr cool hier der Fußball oder auch hier unten dieser riesige Drache aus diesen Ninjago-Spinner-Elementen. Halt alles so ein bisschen an Natur angelegt hier. Anschließend geht's in den Musikbereich, da sind dann oben diese riesigen Lautsprecher aufgebaut. Und auch hier baut ihr wieder selber drauf los. Gibt's diese Platten und auf diesen Platten ist unten genau eine Lücke. Da könnt ihr dann eine Emotion draufstecken und im oberen Bereich dann eine Figur selber bauen. Diese Figur, die nehmt ihr dann hier unten, schiebt die dort herein, haut euer Armband wieder dran, drückt den Knopf, zack. Und dann erscheint sie hier oben im Display und tanzt mit der Emotion, die ihr ihr gegeben habt. Cool ist auch, dass die Münder immer animiert sind und die Arme etc. Die werden halt dann noch angefügt. Nur eure Figur ist dann hoffentlich ein bisschen schöner als meine. Hier seht ihr noch einige der anderen, die hier schon gebaut wurden. Damit haben wir uns jetzt aber, glaube ich, verdient, in den grünen Bereich zu gehen. Hier geht's richtig ab. Denn hier sind die riesigen Stadt-Mocks im Minifiguren-Maßstab zu finden. Einerseits so eine riesige Stadt mit Hochhäusern, dann eine etwas kleinere hier an diesem riesigen Berg und eine Vulkaninsel mit super vielen Details. Lasst uns einfach mal hier durchschauen, was man hier so alles finden kann. Es ist wirklich jede Sekunde wert, hier reinzuschauen. Wir fangen hier am Strand an, wo die Friends gerade mit ihrem riesigen Boot ankommen. Dort haben wir dann ja so ein paar Strandaktivitäten. Ich finde dieses Volleyballfeld hier ganz cool, wo dann Darth Vader auch gerade Urlaub macht. Er hat seine Rüstung sogar abgelegt. Eigentlich mag er ja keinen Sand. Warum er dann sogar einen Sand-Todesstern gebaut hat, kann man machen. Und dann wird das Universum hier unterbrochen. Die Systemsteine gehen über in Duplo-Steine. Und alles, was ihr dort auf der Seite finden könnt, ist auch zu 100% aus Duplo-Steinen gebaut. Hier oben versuchen die das Feuer vom Vulkan zu löschen. Und dafür, dass es Duplo ist, sieht es gar nicht so schlecht aus. Also ich glaube, da braucht man auch Skill für, um so Duplo bauen zu können. Aber mit Systemsteinen ist es dann doch nochmal eine andere Liga. Hier haben wir diese kleinen Dörfer, wo die Insulaner dann hier ihr Lagerfeuer machen. Oh nee, die armen Touristen, die wurden hier gefangen genommen. Und da hier oben auf der Brücke versteckt sich noch ein kleines Detail, da haben wir Jack Sparrow, wie er über diese Brücke rennt, wie im zweiten Fluch der Karibik Teil. Und hier geht es dann über in den Fabuland Theme Park, warum wohl viele Leute hier auf die Insel kommen. Das ist auch das neue Schiff, das wird jedes Jahr ausgewechselt hier im Lego Haus. In diesem Jahr ist es ein Fabuland Schiff mit den ganzen Fabuland Charakteren drauf, die ganz früher mal hergestellt wurden. Der Anleger ist auch ganz schön gebaut mit diesen Cheese Slopes, die quasi hochkant dort hereingelegt wurden. Und hier oben auf dem Jahrmarkt könnt ihr auch noch einige Sachen machen. Das Riesenrad bewegt sich, das Kettenkarussell hier in der Höhe und auch dort noch ein kleiner Autoscooter.
Bei sowas ist es immer schwierig, einen Maßstab zu finden. Ich meine, dass es genauso hoch ist wie der Vulkan, macht natürlich eigentlich keinen Sinn, ist aber sehr cool zum Ansehen. Nochmal wilder wird's aber hier auf der Seite. Ihr seht, jetzt geht auch der Nachtmodus gerade an. Dieser riesige Berg. Also nur, damit ihr ungefähr einen Vergleich habt, ich gehe ungefähr so von hier bis hier in der Größe. Das ist bestimmt doppelt so groß wie ich. Da ist oben ein riesiges Skigebiet drauf zu finden. Das zeige ich euch gleich von oben nochmal genauer. Hier ziehen sich dann diese ganzen einzelnen Bäume herum. Die ganzen einzelnen Bäume haben bestimmt so viele Teile wie ein 15-Euro-Lego-Set. Und die sind hier alle einmal komplett heruntergezogen. Ganz klar, die Steigungen der Straßen, die machen hier meistens nicht so viel Sinn, aber so kann man natürlich viel mehr Details hereinbringen. Hier oben haben wir zum Beispiel die Duplo-Hasen von früher. Hier sind dann noch kleine Szenen in der Höhle dargestellt, wie dort gerade Besucher durchlaufen und die Tropfsteinhöhle besichtigen. Hier auch ganz cool, kennt ihr vielleicht von Jurassic World, das Pteranodon-Set ist hier eingebaut worden. Weiter geht's auch hier unten mit der Eisenbahn, die fährt da einmal komplett durch den Tunnel durch. Und tatsächlich verwendet Lego hier selber 9 Volt Schienen und nicht die Plastikschienen. Ich glaube, Lego hat selber keine Ahnung, was sie bei den Eisenbahnen machen wollen und hat das einfach aufgegeben. Dieser Teil hier hinten ist auch echt ein Highlight. Das ist hier unter der Treppe so eine Farm. Oh, jetzt seht ihr, jetzt wird es wieder hell, wo dann dort hinten die Windräder laufen. Die Motoren sind tatsächlich echt laut. Also man könnte fast denken, dass da die echten Lego-Motoren eingebaut sind in das Kornfeld. Da ist dann auch das Blacktron-Logo eingelassen mit den 3 Dreiecken. Und hier vorne genießen die Minifiguren dann das Farmleben, bauen ihr Essen an und werden von ein paar Dinosauriern überfallen. Warum nicht? Ach, guck mal hier, wer ist denn da? Die Beatles mit ihrem U-Boot. Weiter links haben wir hier auch eine kleine Mine, da sind die Power Miners zu finden und die Aliens, die sich hier unten ihre geheime Basis gebaut haben. Alles sehr, sehr schön beleuchtet, glitzert überall. Und diese grünen Aliens, die kennt ihr vielleicht noch, die kommen aus der Mars Mission Reihe. Direkt daneben sind die Menschen hier am Erz abbauen in der Mine. Und hier unten, mit Hilfe von Wasserkraft, wird dann tatsächlich das Sägewerk betrieben. Und einen Hafen gibt es gleichzeitig auch. Also man könnte sich quasi vorstellen, dass die über Wasser hier verwunden sind und man durch das Wasser läuft. Hier vorne kommt dann der Zug wieder draus und fährt hier durch diese Schlucht durch. Also ich weiß nicht, ob das rüberkommt, aber das sieht brutal aus. Oh ja, jetzt kommt der Zug. Schön. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, hier mit dem Raft diese Schlucht durchzufahren, aber kann man machen. Weiter hier drüben geht es dann über in das Dorf. Die haben tatsächlich dann auch einen eigenen Bahnhof, wo der Zug anhält. Auch hier lassen sich sehr viele Details finden. Mein Highlight ist definitiv hier die Schaukel. Die sollte theoretisch auch funktionieren, so wie das aussieht. Dort oben wird der Dachstuhl auch noch konstruiert. Und die Kinder werden gerade bei dieser riesigen Schule hier abgeliefert. Für diese Art von Steigung hier bräuchte man, glaube ich, eine G-Klasse. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera so rüberkommt, aber das ist sehr, sehr steil. Es gibt auch noch eine Windmühle und ein kleines Easter Egg. Das ist der Enkel vom Lego-Gründer. Der hat hier seine Minifigur auf dem Segway. Ich glaube, der hat sich mal verletzt beim Segway-Fahren. Deshalb haben sie ihn dort mit diesem Easter Egg eingebaut. Auch hier fährt wieder unten die Eisenbahn durch. Da haben wir auch immer hier unten so ein kleines Live-Bild. Also nicht live, das wurde vorher aufgezeichnet, aber sieht man quasi das Innere von dem Ganzen. Die rechte Seite vom Dorf, die ist schon etwas verlassen, deshalb wurden hier auch die Ghostbusters gerufen, um die Geister aus diesem Haus zu vertreiben. Direkt darüber haben die Reichen und Schönen dann ihr Anwesen mit so einem kleinen Pool hier drüben. Die Sträucher, die werden auch alle in Lego-Optik hier gerade geschnitten. Und hier sehen wir dann auch das andere Ende von der Straße, die wir gerade hochgefahren sind. Da sind die etwas schöneren Wohnhäuser. Auch hier oben gibt es wieder einen eigenen Rundkurs für die Züge. Ich glaube nicht, dass da ein Seilwendel drin ist. Da unten läuft Killer Croc. Und hier im Berg sind auch noch ein paar kleine versteckte Szenen eingebaut. Wie einfach 3 Fahrräder mit Skeletten. Tja, und hier bei den höheren Bergen, da fängt dann langsam die Schneelandschaft an. Dort oben auf dem Berg hat sich auch der Wampa versteckt. Wieder mit beiden Armen. Ein paar mutige Erforscher wollen hier oben die Spitze erklimmen. Und ich weiß nicht, was noch schlimmer ist als eine schwarze Piste, aber das hier ist definitiv steiler als eine schwarze Piste, wie dort Darth Vader, R2-D2 und der Stormtrooper runteräumeln die Piste. Tatsächlich bewegen sich die beiden Seilbahnen auch hier und fahren dann immer hoch und runter abwechselnd. Oh nein, was ist denn hier mit den Towntowns und den Stormtroopern passiert? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es echt cool, hier auf der Treppe zu sitzen und die ganzen Details zu entdecken.
Ach ja, fast vergessen, hier oben ist auch noch ein riesiges Anwesen, eine Burg. Erinnert mich fast aus einigen Winkeln an das Schloss Neuschwanstein, aber das Blau ist natürlich was ganz anderes. Auch hier bei diesem Bereich muss man, glaube ich, mal vorgestanden haben, um zu verstehen, wie riesig das ist. Nun geht es erstmal los mit dem Bahnhof. Zwei Gleise sind dort zu finden. Das Bahnhofsgebäude ist auch wirklich schön gebaut. Steht da auch noch vorne Lego City dran, wo man hier gerade ankommt. Die ganzen Minifiguren sind ja auch alle in Schlägereien verwickelt. Oh je. Auf der linken Seite kommt er dann aus der U-Bahn heraus. Und hier oben fängt dann der Hauptteil der City an. Ach, guck mal, im Dunkeln leuchten die transparenten Gebäude sogar dann von innen und die einzelnen Fenster, die wechseln sich dann auch ab im Leuchten. Quasi Anfang der Arbeit und Ende der Arbeit. Das Rathaus, das wird gerade hier von Dinosauriern eingenommen. Hier unten befindet sich auch noch ein riesiges Theater. Ich glaube, das ist absichtlich so, dass es so offen ist, dass man da halt reingucken kann. Die Planeten Dublon-Bewohner, die haben sich hier auch gerade infiltriert. Und allgemein so der Übergang von dem unteren Bereich in die riesigen Hochhäuser, finde ich, ist auch echt sehr, sehr gut gelungen. Wobei ich nicht weiß, ob es so ein Haus überhaupt in echt gibt. Auf der linken Seite bewegen wir uns dann langsam in den Hafenbereich herein. Hier unten so ein kleiner Hafen und dann, boom, so ein riesiger Cargo-Hafen mit einem großen Kran, mehreren kleinen Kränen noch hinten und natürlich auch eine Eisenbahn, die dort reinfährt. Die ist aber, glaube ich, nicht mit dem Hauptnetz verbunden. Das wäre ja auch viel komplizierter von der Steuerung her. Das hier drüben ist die Seekuh von Eisenbart, die sich dann hier auf den Hafen zubewegt. Und dieses riesige Containerschiff, das wird auch gerade gelöscht. Da sind es wirklich viele Bananen drin und ein bisschen Sand gibt es da auch. Genauso wie ein Mülleimer, der umgefallen ist. Dort kommt dann auch der Zug wieder raus. Jede Insel hat quasi ein eigenes Zugsystem. Da haben wir dann viele wichtige Läden, das Kino, verschiedene Restaurants und Einkaufsläden hier unten. Oh je, und hier wurde der Anleger einfach weggebrochen. Hier weiter außen geht es auch noch weiter mit einem riesigen Leuchtturm, wobei der verhältnismäßig klein ist, wenn man sich den Rest davon anschaut. Also, oh, krass. Weiß man gar nicht, wo man hinschauen soll. Und hier auf der Straße geht es natürlich weiter mit vielen kleinen Details. Hier oben wird das Haus angemalt. Ich schätze mal, dass das verschiedene Wohngebäude bzw. Hotels hier noch sein sollen. Und als wenn das alles noch nicht genug wäre, ist hier oben auch noch ein ganzes Fußballstadion. Oh je. Das ist der nächste Crash. Das war ein bisschen zu schnell. Muss man wirklich schon zugeben, die Stadt bzw. die einzelnen Inseln, die suchen schon ihresgleichen. Hier kann man auch wieder eine Menge Zeit verbringen. Das ist das Story Lab. Dort könnt ihr euren eigenen Stop-Motion-Film aufnehmen. Also ich habe früher selber Stop-Motion-Filme gemacht, aber hier wird es einem sehr, sehr einfach gemacht, seinen eigenen Film aufzunehmen. Man macht ein Foto, dann macht man wieder ein Foto und bewegt die Figur leicht und dann am Ende werden die Bilder schnell hintereinander abgespielt und es steht ein eigener Film. Hier diese Fliesenteile, das sind quasi die toten Winkel der Kamera und bei den ganzen einzelnen Noppen, dort kann man die Figuren dann positionieren und sich halt eine Story ausdenken. Gleichzeitig hat man hier zwei Stationen, das heißt, wenn man die Szene wechseln möchte, kann man auch rüber auf die Pirateninsel jetzt hier in dem Fall gehen. Und es gibt auch überall Funktionen zum Auslösen, in dem Fall hier diese Falltür. Die Szenerien hier, die werden auch regelmäßig ausgetauscht, je nachdem, was für eine Saison gerade ist. Heißt, man kann sich dann immer wieder unterschiedliche Geschichten ausdenken. Und auch hier scannt man wieder das Armband und kann dann den fertigen Film am Ende des Tages wieder herunterladen. Die Hauptcharaktere baut man sich natürlich auch wieder selber zusammen. Das sind dann hier ein paar Einzelteile. Wobei ich sagen muss, man braucht vielleicht ein bisschen mehr als das. Jetzt werden wir auch noch das Legoland Restaurant ausprobieren. Und zwar Mini Chef. Das ist ziemlich einzigartig auf eine Weise. Da könnt ihr die Preise sehen. 219 für Erwachsene und 130 für Kinder. Also ihr werdet dann hier an den Tisch gesetzt und bekommt dann hier auch so ein exklusives Polybag. Vorher war das mal ein Koch, jetzt ist es eine Köchin. Und dann benutzt ihr hier dieses Tablet, um euch was zu bestellen. Ist eigentlich ganz cool, da kommt dann so eine Animation mit der Minifigur. Und dann zieht man hier unten dieses Teil heraus und baut sein Essen quasi auf dieser Platte. Dafür nimmt man dann einen weiteren Polybag, den hier. Hier hat man quasi immer einen Stein, der eine Sache bedeutet und sucht sich dann die Sachen raus, die man gerne haben möchte. Man sollte eigentlich nur 4 reinmachen. Wir probieren aber jetzt aus, was passiert, wenn man alles reinmacht. Okay, es geht kaputt und funktioniert nicht. Something isn't quite right. So geht's dann richtig. Ihr nehmt die 4 Steine, packt die dort rein. Zack. Der erkennt es genau richtig, analysiert das, hat dann das, was ihr haben wollt. Und dann drückt ihr auf das Grüne.
Zack, und dann ist bestellt. Die Steine aus dem Polybag darf man danach übrigens behalten. Und wenn euer Essen dann fertig ist, dann wird es hier über diese Rollbahn aus der Küche geliefert, kommt hier die Spirale herunter und dann erwachen diese Roboter zum Leben. Es dauert echt lange, bis es da die Spirale runter ist, aber irgendwann kommt es dann, oben ist der Zettel drauf, für welchen Tisch das ist. Es bleibt stehen, die nehmen die Arme und schieben das hier dann einmal runter. Es ist cool. Da kommt unsers, er nimmt's und er schiebt's raus. Ach cool. Das ist so simpel, aber irgendwie auch cool. Jetzt schauen wir uns das Essen mal an. Das ist hier in dieser Lego-Kiste drin. Ich habe mir Kartoffeln geholt, so ein bisschen Salat. Und hier unten, oh, ist noch so ein bisschen Fleisch. Ja, man bezahlt hier natürlich auch für die Experience mit. Jetzt haben wir aber noch einen sehr coolen Bereich vor uns und dafür müssen wir in den Keller. Da wird es dann auch hier komplett dunkel, denn jetzt kommen wir in die History Collection von Lego. Ziemlich cooles Schild, das schauen wir uns aber gleich auch nochmal an. Hier haben wir aber erstmal einige Molds von verschiedenen Lego-Teilen. So sieht das dann aus. Habt ihr vorhin bei der Molding Machine schon gesehen. Wird das Plastik reingegossen und dann kommt es quasi raus. Und die sind jetzt hier so in den Boden eingelassen, was sinnbildlich dafür steht, dass Ole Kirk Christensen damals die Molds von den Lego-Steinen in die Foundations von neuen Lego-Fabriken eingearbeitet hat, damit halt niemand mehr rankommt. Tja, und dieses Lego-Schild sieht irgendwie auf den ersten Blick so aus, als ob es einfach hier gedruckt wäre. Aber das sind alles ganz kleine Teile, verschiedene Bars, verschiedene Bananen hier, die in diesem riesigen Schild verarbeitet wurden. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat. Ich will es ehrlich gesagt auch gar nicht wissen, aber es sieht cool aus. Alles klar, es sind 1 Million Einzelteile oben. Tja, und hier können wir dann ganz in Ruhe die Geschichte von Lego durchgehen. Das ist der Lego-Gründer Ole Kirk Christensen. 1891 wurde der schon geboren. Und hier werden dann die ersten Erklärungen gemacht, wie das Ganze angefangen hat. Natürlich, ihr wisst es wahrscheinlich, mit den Holzspielzeugen. Diverse Entwicklungsstufen von den Holzspielzeugen haben wir hier dann auch noch. Die ganz berühmte Ente, die hat tatsächlich auch eine Funktion, wenn man die geschoben oder gezogen hat, dann hat sich der Mund von der Ente immer hoch und runter bewegt. Und weiter ging es dann mit filigraneren Holzfahrzeugen, einem Indianer auf so einem Pferd, hier dem Teddybären im Feuerwehrauto und auch einigen Tieren, immer mit Rollen unten dran. Kleiderbügel gab es auch. Und dann 1950 begann die Ära der Plastiksteine, hier mit dieser oder einer dieser Molding Machines. Da seht ihr dann, das war das damalige System, noch ohne die Tubes. Gab es ja vorher auch schon bei Kiddycraft, ich glaube aber nicht, dass das hier irgendwo erwähnt wird. Und das wusste ich tatsächlich auch gar nicht. Kurzzeitig hießen die Sets Lego Mursten, also um halt von Automatic Binding Bricks wegzukommen. Und zwischendrin hat Lego natürlich auch noch Metallautos hergestellt, die dann tatsächlich auch dafür gedacht waren, dass man sie mit dem Lego-Spielsystem kombiniert. Hier zum Beispiel bei den Tankstellen. Und das sind damals die Bäume bzw. Figuren gewesen. Noch so ganz klein und überhaupt nicht in der Lego-Optik. Ich glaube, das ist dann damals der Traum von jedem Kind gewesen, so eine riesige Stadt mit allen Fahrzeugen und Gebäuden zu haben. Und hier wurde dann auch das Patent für die Tubes unten im Stein eingereicht, die das dann halt zu einem besseren Klemmerlebnis gemacht haben. Die Entwicklung ging weiter mit den ersten Lego-Rädern. So sahen die damals aus mit Gummi außenrum. Habe ich noch einige von meiner Mutter in dieser Optik. Hier gab es dann auch einzelne Reifensets mit solchen Drehteilen unten drunter. Und dann kamen auch die ersten Eisenbahnen dazu. Hier das blaue 12-Volt-System. Hier unten die dann einen eigenen Motor drin hatten. Da könnt ihr sehen, hier oben beim Führerhäuschen, diesen Hebel musste man umlegen und dann ist es quasi losgefahren über Batterien. 1969 sind dann die Duplo-Steine gefolgt. Hier auch in der alten Verpackung noch mit Pappe. Die wurden tatsächlich mit Hand dort immer in diese Verpackungen einsortiert. Und die ersten Minifiguren, die noch so richtig goofy, könnte man schon fast sagen, aussahen, die gab es ab 1974. Alle noch so Brickbuild mit oben einem runden Kopf drauf. Der Kopf sieht tatsächlich echt aus wie Playmobil, finde ich. Hier seht ihr auch verschiedene Entwicklungsstufen von den Minifiguren. Erst noch ohne Arme, dann mit ein paar detaillierteren Beinen und später dann die richtige Lego-Minifigur.
die dann auch direkt in der Space-Reihe und auch in der Castle-Reihe zum Einsatz gekommen sind. Diese Burg ist unbezahlbar. Bei diesen Teilen würde man auf den ersten Blick wahrscheinlich gar nicht erkennen, dass das Lego ist. Das gab es aber damals im Education-System, genauso wie Fabuland 1985. Also man muss schon sagen, diese ganzen Erklärungen gepaart mit den Bildschirmen und dann natürlich auch den Sets in den Vitrinen, die machen schon echt was her. Hier kommen wir jetzt dann in die dunkle Ära von Lego. Da haben sie dann versucht, mit Sachen, die abseits von Klemmbausteinen funktionieren, Geld zu verdienen. Und das hat halt einfach nicht funktioniert. Schaut euch mal alleine diese Figuren an oder auch diese hier. Da erkennt man einfach gar nicht, dass es Lego ist. Und deshalb hat es wohl auch damals nicht so gut funktioniert. Parallel dazu kam aber auch die erste Lizenz ran, Lego Star Wars, gefolgt von ganz bald auch Harry Potter hier oben und natürlich den Bionicles. Also die waren jetzt keine Lizenz, aber die haben Lego damals so ziemlich gerettet. Oh yo, und hier sind die früheren Jack Stone Sets. Damit hatte ich damals auch gespielt. Genauso wie mit den Basketballern. Die hatten so Federn unten in den Beinen drin und konnten damit die Basketballbälle dann werfen. Hier sind noch einige andere wichtige Themenreihen ausgestellt. Dort oben zum Beispiel Mindstorms oder seit 2008 die Lego Ideas-Kuso-Reihe. 2011 ist dann auch Ninjago dazugekommen, Chima später noch, die Marvel und DC Lizenz, DC natürlich schon ein bisschen länger als Marvel und Lego Friends als eigene Mädchen-Themenreihe. Hier einige der wichtigsten Sets, wurde jetzt inzwischen ein bisschen relaunched, der Lego Movie in 2014. Minecraft auch als super wichtige Lizenz. Ich sehe es immer wieder, wie gut das ankommt. Es gibt es auch schon inzwischen über 10 Jahre. Und dann auch die ersten Papiertüten bzw. Pflanzen aus recyceltem Material. In diesem Kern hier, der auch wieder so aussieht, als ob man in einem 2x4 Stein drin steht, gibt es noch einige Sets zu begutachten. Hier nochmal die ersten Straßensets, die ihr vorhin schon mal gesehen habt. Die Duplo-Steine dort oben, dort sogar auch noch original eingepackt. Das erste Lego-Technik-Set, dieses Go-Kart, direkt gefolgt von den früheren Minifiguren, so ein bisschen Space und natürlich auch der gelben Ritterburg hier drüben mit den ersten Minifiguren, Fabuland, dort oben die USS Constellation. Ist jetzt kein so schönes Schiff mehr nach heutigen Standards, aber damals war es wohl der Hammer. Nochmal weitere Entwicklungsstufen der Ritter und ein paar aktuellere Sets. Die Mosaike dort hinten, das Taj Mahal, das Kolosseum und natürlich auch die drei Stadien. Ich bin mal gespannt, ob sie davon irgendwann noch eins rausbringen. Oh ja, und dann hier auch noch Blacktron, genauso wie dort oben Model Team und auch die Eldorado Fortress hier drüben. Hier dann angefangen mit Belleville, nochmal vielen Rittern und Mindstorms Robotics. Den hier, den kennt ihr vielleicht auch noch, der hatte sehr, sehr viele Chromteile für damalige Verhältnisse dabei. Und Star Wars fängt dann hier auch langsam an, genauso wie ja, die Pharaonen. Ob wir die jemals wiederbekommen als eigene Themenreihe? Ich wage es zu bezweifeln. Och, und das erste Harry Potter Kastensystem, das wollte ich immer haben. Aber das war halt, also wenn man davon jedes haben wollte, das war ja unfassbar teuer. Und dieser pneumatische Kran mit dem Motor hinten dran, das war auch ein Highlight. Einige coole Star Wars Sets und yo, hier waren die Vikings mit dieser großen Festung und die Basketballer haben sogar auch eine eigene Arena damals bekommen. Hier dann der Motorized AT-AT und ein Bootsmotor. Das haben sie damals auch gemacht, das konnte man mit dieser Technikachse dort unter dem Boot befestigen und wenn man dann das irgendwo in den Pool reingesetzt hat, dann ist das Ding abgedüst. Nächste Ära, dann die Power Miners hier oben, die Piratenreihe, das ist die vorletzte Piratenreihe, soweit ich weiß. Indiana Jones gab es auch noch, da hatten sie sogar so ein Passagierflugzeug. Dort hinten noch der Mähdrescher und die Pirates jetzt nochmal aufgebaut. Also das ist schon alles sehr, sehr schön hier in den Vitrinen hergerichtet. Da mache ich echt Auge. Wobei ich nicht ganz verstehe, warum das alles so in die Ecke reingedrückt wurde. Oh ja, und hier auch Herr der Ringe, beziehungsweise eigentlich Hobbit, gefolgt von den Creator Expert Icons Sets oder 18 Plus Sets. Viele davon solltet ihr, denke ich, erkennen. Die sind auch jetzt nicht der Zeit nachgeordnet. Der Porsche von draußen steht hier auch nochmal im 2015er Bereich, genauso wie der Ninjago Movie. Und das Relaunch von Harry Potter, das hatte damals echt einen Hype
ausgelöst, genauso wie der Bugatti. Die Tubes hier in der Mitte werden einmal für Lego-Technik-Sets benutzt. Cool ist da das Space Shuttle dort unten oder auch der Silver Champion hier drüben. Das hier gefällt mir aber noch ein bisschen besser. Da sind sehr, sehr viele Lego-Züge hier ausgestellt. Emerald Night Express, die Krokodil, hier drüben die Santa Fe und das ganz alte System mit den blauen Schienen ebenso. Ah, und jetzt verstehe ich das hier drüben. Das ist für blinde Menschen, damit sie halt zumindest dieses haptische Erlebnis hier haben. Und hier ist dann alles auch nochmal in Blindenschrift geschrieben. Sehr, sehr cool. Lasst uns jetzt auch nochmal in den Lego-Haus-Shop reingehen, denn hier gibt es einige Sachen, die es sonst nirgends auf der ganzen Welt gibt. Und zwar eigentlich alles, was in diesem Regal hier steht. Zuallererst das Lego-Haus-Architecture-Set, dann die drei Dinosaurier, die auch oben in dem großen Lego-Stein drin stehen. Die hatten noch keine Lego-Haus-Nummerierung. Das haben sie dann hier mit der Ente angefangen. Das ist die allererste. Danach kam die Molding Machine. Keine Ahnung warum, aber die haben sie schon aus dem Programm genommen. Die ist auch schon wirklich teuer geworden. Anschließend kam Dagny Holm mit ihrem eigenen Set. Ich finde, das ist das Schwächste. Dann das Minifiguren-Tribut der Pirat. Also ihr baut quasi eine Piratenfigur mit großen Lego-Steinen nach. Und das allerneueste, die Lego Building Systems. Duplo-Steine, Systemsteine und Technikteile in einem Set. Für meinen Geschmack auch super weird aus. Preislich liegen die alle zwischen 600 und 750 Kronen. Ansonsten könnt ihr hier selbstverständlich auch alle anderen Sets finden, die es in regulären Lego-Shops auch gibt. Genauso wie eine relativ große Pick-a-Brick-Wand. Die kann von dieser Seite und auch von der anderen Seite entleert werden. Oh yeah, und hier ist auch endlich mal ein Hobbit-Mock. Da seht ihr Bilbo, wie er die Fässer hier unten rein launcht und die dann da rauskommen. Coole Idee, das so im Felsen zu machen. Ich glaube, gerade durch die hohen Decken hat man hier definitiv ein cooles Gefühl in diesem Store. Mag ich gerne. Außerdem gibt es hier auch einen Personal Mosaic Maker. Da setzt ihr euch dann da vorne rein, macht ein Foto von euch und dann könnt ihr euch selber mit einem Mosaikset nachbauen. Und hier bei der Minifiguren Factory, dort könnt ihr euch selber eine Minifigur designen und die wird dann hier auch ausgedruckt. Habe ich aber auch schon mal ein eigenes Video zu gemacht, falls euch das näher interessiert. Und das ist bis jetzt auch der einzige Store, die dieses komplett übertrieben überteuerte Star Wars Buch verkaufen. Ich dachte eigentlich, das gibt es nur online. Boah, und das habe ich gerade herausgefunden. Das ist ja voll cool. Die Designer, die sitzen natürlich ein Gebäude weiter hier. Die kommen manchmal hier einfach in den Store und unterschreiben dann die Sets, an denen sie mitgearbeitet haben. Es gibt natürlich auch immer noch Exemplare ohne Unterschrift, falls man jetzt keine Unterschrift haben will. Aber das würde ich auch machen als Designer. Tatsächlich ist das Lego-Haus aber nicht nur von innen ein riesiger Spielplatz, sondern auch von außen. Einige Bereiche könnt ihr durch die Ausstellung betreten, wenn ihr ein Ticket habt. Wenn ihr aber einfach mal nur so vorbeikommt, könnt ihr auch diese Treppen nehmen, dann diese Treppen und diese kleine Treppe und dann noch eine, bis ihr dann schließlich hier oben seid. Ja, genau richtig. Da unten sind die großen Dinosaurier, die wir vorhin gesehen haben. Wir stehen einmal da drüber. Das ist cool. Gleichzeitig könnt ihr aber hier auch noch einmal die Aussicht über Billund genießen. Dort hinten der Flughafen. Das ist der Lego Campus. Und genau in dem kleinen roten Haus dort ging alles los. Das ist das Gründerhaus. Hierfür muss man sogar noch nicht mal Eintritt bezahlen. Das finde ich top. Trotzdem ist der Eintritt ein Thema, über das wir reden müssen. An einem normalen Tag bezahlt ihr aktuell als Erwachsener um die 279 Kronen. Das entspricht circa 37 Euro. Das finde ich schon echt heftig dafür, dass man halt vor allem dort drin auch spielt und ein Legoland-Ticket gar nicht mehr so viel teurer ist, je nachdem, in welcher Saison man halt kommt. Und da hat man auch die ganz großen Sachen, Achterbahnen, das Miniland und viel, viel mehr Fläche zum Entdecken. Und man muss beim Lego-Haus auch sagen, meistens hat es nur von 10 bis 16 oder 17 Uhr offen. Das ist gar nicht so viel Zeit. Deshalb würde ich auch sagen, wenn ihr jetzt so ein Casual-Lego-Fan seid, der einfach nur irgendwas mit Lego machen möchte, dann habt ihr wahrscheinlich im Lego-Land eine bessere Zeit. Wenn ihr aber so ein Lego-Ultra-Fan seid und das Wetter vielleicht auch nicht so mitspielt, dann könnt ihr, glaube ich, im Lego-Haus mehr rausholen. Ihr findet hier noch mehr Rundgänge in verschiedenen Locations. Danke fürs Zusehen und bis dahin. Ciao, ciao.